Hallo Freunde, ich darf wieder Feedback geben auf ein Zaubervideo. Guck mal, ich will nicht unhöflich klingen, aber ich mach meine Hörgeräte raus, weil ich deine scheiß Stimme nicht hören will. Ich muss mich jetzt auch entschuldigen, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber ich war jetzt so beschäftigt mit anderen Videos, unter anderem mit dem Camp Halligalli Musikvideo. Falls du das noch nicht gesehen hast, ich verlinke es hier rein, bitte anschauen. Es geht um eine weibliche Zauberin heute und hier muss ich mal eine Lanze brechen. Ich finde, es müssen mehr Frauen sich mit Zauberei beschäftigen. Weil ich denke auch, wenn Vincent weiblich wäre, würde wahrscheinlich unsere Show für die Zuschauer noch viel attraktiver sein. Wir schauen uns jetzt gemeinsam gleich das Video an von Melissa und geben ihr ein Feedback auf ihr Video, denn ich habe es ja schon mal erwähnt, Zauberei beginnt nicht beim Trick, sondern bei der Performance. Welche Tipps würdet ihr geben? Welche Ratschläge habt ihr? Was hat sie gut gemacht? Ihr könnt auch sagen, was habe ich zum Beispiel gar nicht reflektiert oder sogar meine Reflexion könnt ihr sogar reflektieren. Also ihr könnt die ganze Zeit reflektieren in die Kommentare, reflektiert, was das Zeug hält. Melissa ist noch ziemlich neu in dem Gebiet, sie ist noch ganz, ganz frisch, sie ist nicht regelmäßig auf der Bühne und ich denke, hier können wir der Melissa auf jeden Fall helfen. Schauen wir uns das doch mal an. Einmal Applaus, bitte. Melissa, das kann ich dir schon mal als kleinen Tipp geben, das hat schon zu lange gedauert. Kommentiere das doch einfach, als nur auf die Bühne zu kommen, aufzubauen, sondern versuche das schon ein bisschen zu überbrücken. Melissa, dein Video geht jetzt ungefähr 13 Minuten, deswegen wird es so sein, dass ich das Video jetzt an manchen Stellen ein bisschen vorspule, ein bisschen skippe. Ich packe euch aber das Video komplett in die Beschreibung. Ihr könnt euch also den ganzen Auftritt von Melissa nochmal ganz in Ruhe anschauen, ohne meinen ganzen Geplapper dazwischen. Ja, ich habe hier eine kleine Vorhersage gemacht. Die habe ich heute Morgen aufgeschrieben und ja, ich brauche jetzt jemanden, der mir mal hilft. Ich habe hier ein ganz gewöhnliches Kartenspiel dabei, 52 verschiedene Karten, also so wie es jeder kennt. Ich komme mal kurz runter. Also das ist schon wieder das ist ein bisschen zu viel Text. Sage am besten nicht gewöhnliches Kartenspiel. Für die Zuschauer ist es ein gewöhnliches Kartenspiel. Ich würde einfach sagen, hier sind Karten. Ich habe hier ein Kartenspiel und würden Sie mal mit einer Karte ziehen. Und zwar, ich lege das Kartenspiel hier vorne hin, die Karte liegt ganz oben. Und zwar möchte ich Sie jetzt bitten, einmal in Gedanken mir Ihre Karte zu senden. Gut. Tut mir leid, dass ich lache, aber ich liebe es. Also das passiert jedem Mal, dass er auf der Bühne stolpert und ich bin ja auch schon von der Bühne gefallen. Gerade wenn man Mentalmagie macht, so Gedanken lesen und plötzlich läuft man zurück und man fällt über eine Stufe, das ist nochmal extrem lustig. Nancy, bitte jetzt einmal laut zum ersten Mal heute Abend Ihre Karte. Die 9 Herz, Herz 9. Jawohl. Und ich sage voraus, dass Ihre Karte hier mit bei ist. Nämlich genau da. Ich muss vielleicht mal ganz kurz erklären, man sieht es jetzt nicht ganz auf der Kamera, aber auf dem Zettel sind wahrscheinlich alle 52 Karten abgebildet und du hast jetzt wahrscheinlich einen Gag draus gemacht, dass alle 52 Karten und natürlich ist die Herz 9 mit dabei. Das ist ja deine Eröffnungsnummer und eine Eröffnungsnummer muss für die Zuschauer gleich mal etwas sein, wo eben gezaubert wird. Ich würde den Trick ein bisschen anders aufbauen, um einfach nochmal ein schönes Ending zu bekommen, um einfach nochmal die Zuschauer wirklich zu verblüffen. Und zwar wäre es doch cool gewesen, hättest du jetzt den Zettel umgedreht und ganz groß steht da die Herz 9 drauf. Dann hättest du deinen Gag drin, den du haben möchtest wahrscheinlich mit den 52 Karten und du hast wirklich eine Vorhersage. Weil dann kannst du die Nummer viel spannender aufziehen, viel spektakulärer, dann hat das einfach eine ganz andere Wirkung auf die Zuschauer. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, schreib mich einfach an. Hallo Benge, es wird noch besser. Denn ja, also hier muss ich kurz sagen, das Zusammenpacken, lass das lieber sein. Entweder nimmst du etwas mit, wo du alles reinschmeißt und nachher reintust, aber warum machst du deine Vorhersage wieder in den Briefumschlag rein? Schmeißt alles in den Hut oder irgendwo hin. Hauptsache es passiert nicht diese Pause, die du jetzt hier machst. Ich glaube, guck mal, die Pause geht jetzt ungefähr bestimmt 10 Sekunden, 15 Sekunden lang geschätzt. Ich habe das Video schon gesehen und muss dazu sagen, ich muss diesen Trick jetzt etwas überspringen. Und zwar geht es darum, dass die Zuschauer, glaube ich, Zahlen nennen. Und du hast jetzt 4 plus 1, einen 4, der andere nennt, glaube ich, 1, daraus kommt die 5 heraus.
der ist viel zu kompliziert. Ihr könnt euch das einmal gerne anschauen, das Video, und dann werdet ihr vielleicht merken, was ich meine. Was du hier zeigst, ist eine typische Andy-Card-Andy-Number-Version. Das heißt, der Zuschauer nimmt eine Karte und nennt eine Zahl und die Karte liegt genau an dieser Stelle. Und da ist der Pool wirklich an Andy-Card-Andy-Number wirklich sehr, sehr groß. Das heißt, es gibt sehr viele Tricks, wo genau dieser Effekt entsteht. Und da würde ich dir einfach raten, gucke mal nach einer anderen Andy-Card-Andy-Number-Version. Aber nicht auf diesem Prinzip, weil ich glaube, bei diesem Prinzip ist für jeden irgendwie klar, bei so vielen Zahlen, da steckt irgendein Zahlensystem dahinter. Auch wenn der Zuschauer das Zahlensystem nicht erkennt und nicht weiß, wird er trotzdem nach Hause gehen und vielleicht denken, na gut, ins Zahlensystem. Und mache vielleicht auch nicht so viele Karten. Guck mal, du hast gerade mit einem Kartentrick angefangen, machst jetzt noch einen Kartentrick. Es sei denn, du machst nur Kartentricks, dann ist das vielleicht so, aber ich glaube, es ist manchmal für die Zuschauer interessanter, auch mal das eine oder andere zu sehen. Wir können es ja auch mal so machen. Ich mache mal eine Abstimmung rein, und zwar stimmt ihr doch mal ab, was seht ihr lieber bei einem Zauberer? Seht ihr wirklich Kartentricks lieber oder würdet ihr auch gerne was anderes sehen? Was ich gut bei dir finde, ist auf jeden Fall deine Präsenz auf der Bühne. Also, was ich damit meine, ist vor allem die Sprache. Du sprichst klar, du sprichst deutlich, da bist du mir auf jeden Fall was voraus. Ich laber ja und verschlucke Endungen und. Ich weiß, welcher Trick jetzt kommt. Deswegen, ihr da draußen jetzt bitte. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, einen Trick mitzumachen an eurem Bildschirm. Das heißt, macht doch einfach mal alle mit, was Melissa macht. Ihr erlebt jetzt Zauberei zu Hause. Viel Spaß. Okay. Ihr nehmt bitte einmal alle die Arme nach vorne. Die Handflächen zueinander, die Daumen nach oben. Schön ausstrecken, jawohl. Okay, jetzt dürft ihr einmal die Daumen nach unten nehmen, sprich ihr dreht einmal die Handflächen nach außen. Jawohl. Jetzt nehmt ihr alle die rechte Hand, also genau, ne, spiegelverkehrt und so, über die linke und macht eine Faust. Schön mit den kleinen Fingern wackeln. Das ist immer ganz wichtig. Jawohl. Genau. Ein bisschen höher nehmen die Hände hier vorne. Jawohl. Okay. Dann dürfen wir jetzt einmal vorsichtig pusten. Und gucken mal, was bei drei passiert. Eins, zwei, drei. Ich hoffe, es hat bei euch auch zu Hause geklappt. Dieser Trick ist natürlich schön, hast auch gut präsentiert, Melissa. Also was ich dir auch als Tipp mitgeben möchte, ist vielleicht die Daumen abzuspreizen, weil dann sieht das optisch einfach nochmal viel klarer und viel schöner für den Zuschauer aus und vor allem nachvollziehbarer, was er machen soll. Und das war bei Kindern, also noch ehrlicheres Publikum, die sagen einem, wenn einem was auffällt, also wenn denen was auffällt, und die sagen einem auch ins Gesicht, wenn es nicht gut ist. Was mir immer wieder ein bisschen auffällt, ist, glaube ich, was ich dir auch als Tipp mitgeben möchte, ist, dich vielleicht mal mit Atemtechniken zu beschäftigen. Du klingst manchmal so, als wärst du ziemlich außer Puste. Das kann natürlich jetzt durch die Nervosität sein oder einfach durch falsche Atmung auf der Bühne. Das heißt, man muss also lernen, an welchen Stellen man atmet, an welchen Stellen man spricht und wie man den Atem vielleicht einteilt. Ich zähle jetzt einmal bis drei und bei drei machst du ein Foto, ja? Okay. Eins, zwei, drei. Okay, es war ein bisschen schnell, ich gebe es zu. Wir machen das trotzdem nochmal. Wir machen das nochmal in Zeitlupe. Ja? Ich zähle nochmal bis drei. Okay, eins, zwei, drei. Jetzt geht's besser. Okay, ich zähle jetzt an. Zu diesem Effekt kann ich dir ein bisschen einen Tipp geben bei Zeitlupe, dass Zuschauer lieben tatsächlich Zeitlupe. Und Zuschauer lieben Zeitlupe, wenn sie richtig bekloppt ist, dann hast du echt Leute, die Tränen lachen. Das heißt, wenn du schon ankündigst Zeitlupe, dann zähle doch auch in Zeitlupe. Laufe in Zeitlupe, bewege dich in Zeitlupe. Eins, zwei, drei und dann, das wäre Zeitlupe. Und dann hast du auf jeden Fall Lacher auf deiner Seite. Du zauberst jetzt noch nicht so lange, soweit ich weiß, und bist jetzt nicht so oft auf der Bühne. Und genau für dich soll ja das Format sein. Ich möchte dir wirklich jetzt hier Tipps geben und ich hoffe, ich konnte dir einige Tipps geben und ich hoffe, dass da draußen jetzt noch welche sind, die dir auch noch Ratschläge und Tipps geben, was du vielleicht besser machen könntest. Oder vielleicht habe ich irgendwas zu kritisch gesehen, dann könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben.
ich werde auf jeden Fall dich weiter verfolgen. Bin gespannt, wie du dich weiterentwickelst. Und ich finde, den Leuten hat es gefallen. Darum geht's. Bleib auf jeden Fall dran und lass dich nicht entmutigen. Ich hoffe, wie gesagt, dass du das jetzt auch nicht zu persönlich nimmst, sondern wirklich das als dankbares Gut annimmst. Weil ich denke, da waren jetzt einige Tipps dabei, die dir vielleicht helfen konnten. Also, in diesem Sinne bedanke ich mich. Und wenn ihr jetzt da draußen seid und sagt, Mensch, Thomas, guck dir auch mein Video an. Ich möchte auch mal dein sinnloses Feedback bekommen. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es mir auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer. Ich gucke mir auch gerne euer Video an. Und dann seid ihr vielleicht schon die Nächsten, die wir hier ein kleines Feedback geben. Also, in diesem Sinne, vielen Dank, Melissa, für dein Vertrauen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und bin wirklich sehr gespannt, wie du dich weiterentwickelst. Und danke an euch da draußen, die sich das Video jetzt hier angeschaut haben. Danke!